So, da bin ich auch schon wieder zurück mit dem aktuellen Shop, weil ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ja, ich habe heute noch ein bisschen Mario Kart gespielt, aber war irgendwie alles gefühlt, keine Lust gehabt. Dann eben noch mal schnell, es war noch eine halbe Stunde Zeit, habe ich mir gedacht, weißt du was, spiel doch einfach mal Arena. Und was mache ich? Passt auf, in Arena meinen dritten Kronensieg geholt. Langsam kriege ich selber Angst vor mir. Aber ich merke, ich komme halt immer besser rein. Ich werde jetzt kein E-Sportler, um Gottes Willen, aber es wird immer besser. Aber ihr seht schon oben rechts, Ariana Grande ist wieder da und wir haben ein seltenes Emote. Also, einmal das Ariana Grande Paket. Auch schöner Skin, natürlich mit Schwebehorn Junior. Alles Skin, ja, ist halt für die Mädels, ne? Also ganz ehrlich, ich habe einen Klausch selber noch gar nicht so wahrgenommen, den Skin. Spielt halt gefühlt jeder immer nur die Standard-Skins. Dann natürlich die Raumfahrerin. Mit dem Kleider. Ich sage, ich mache den Shop jetzt immer ein bisschen kürzer. Also einfach nur ganz schnell durch. Etheria ist auch wieder drin. Dann Aline, Totenschütze. Die Pickaxe natürlich nice, wie immer. Dann der Sumpfmann wieder drin, Boxenstopp und dann hier das seltene Emote. 700 Tage, über 700 Tage. Ich habe nur Season 3 gesehen, wusste ich schon, wetten, der ist selten. Bald gibt es nichts mehr Seltenes. So, dann Banga Boogie. Und die berühmte T-Pose. Ich finde immer noch so bescheuert. So, dann natürlich das Monarch-Level-Up-Paket, aber habe ich auch schon hochgeladen. Dann Marshmallow, die kostenlosen Items immer noch drin, also wer sie immer noch nicht hat, jetzt wird es langsam Zeit. Dann hier das Beste-Freunde-Paket, natürlich auch nochmal einzeln alles, aber im Paket immer noch im günstigsten. Spider-Man, dann Naomi Osaka, dann die üblichen Pakete, da hat sich auch nichts geändert. Gut, tralala, kennen wir auch schon. Denkt dran, wenn ihr mich wieder unterstützen wollt, gerne mit dem Creator-Code YT-FamDeck. Ich werde morgen früh mal gucken oder heute früh mal gucken, ob ich nicht eventuell mal wieder auf YouTube streamen soll. Ich habe zwar immer gesagt, nee, mache ich nicht. Aber einfach mal gucken. In dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß mit dem Shop und haut rein.